So, hallo Leute und willkommen zum neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mehrstate und heute schauen wir uns die neue Versorgerwaffe in Battlefield 1 an. Die neue Waffe für den Versorger ist natürlich ein leichtes Maschinengewehr und hört auf den Namen Shosha. Auf den ersten Blick wirkt die Waffe vielleicht gar nicht mal so interessant, weil sie eben so langsam schießt und auch nur ein kleines Magazin hat. Wenn man es aber nicht eh schon beim Spielen oder auch beim Video anschauen bemerkt hat, dann wird man beim zweiten Blick bemerken, dass dieses LMG einen sehr hohen Schaden austeilt, was die niedrige Kadenz und auch die Magazingröße erklärt. Das Shosha LMG schießt mit einer Feuerrate von 360 Schuss pro Minute und hat dabei das kleine erwähnte 20 Schuss Magazin. Um das Magazin nachzuladen, braucht man jetzt 2,9 Sekunden, wenn noch mindestens ein Schuss in der Waffe ist, oder sogar 3,55 Sekunden, wenn die Waffe komplett leer geschossen ist. Was bei einem LMG natürlich auch wichtig zu wissen ist, ist, dass die Genauigkeit verbessert wird, wenn man länger schießt. Sprich, je länger ich im Dauerfeuer mit der Shosha draufbleibe, desto geringer wird die Streuung. Vergleicht man die Werte davon, dann sieht man auch, dass die Streuung bzw. die Zeit, die man braucht, um die Streuung zu verbessern, ungefähr genauso hoch wie bei der Luisker Niederhaltung oder MG15 leicht ist. Ob man das jetzt wirklich bemerkt, was ich gerade erklärt habe, das ist natürlich eine andere Sache. Wenn man sich aber wundert, warum man im Einzelfeuer nicht immer genau dorthin trifft, wo man hinzielt, dann weiß man jetzt, warum das so ist. Kommen wir aber mal zu einer anderen Besonderheit der Shosha, dem Schaden. Mit dem Shosha LMG teilt man nämlich sehr viel Schaden aus, um genau zu sein sogar 35 pro Treffer, wenn man auf kleinen Distanzen spielt. Je höher die Distanz, desto niedriger ist natürlich auch der Schaden und am Ende bleibt man bei 23 Schaden pro Treffer auf langen Distanzen stehen. Niedriger als 23 Schaden wird's aber nicht sinken. Das Interessante dabei ist wirklich, dass alle anderen Waffen des Versorgers einen maximalen Schaden von 23 austeilen. Das heißt, das, was andere Waffen derselben Klasse als maximalen Schaden haben, das hat die Shosha als minimalen Schaden. Wirklich bemerkenswert. Auf kleinen Distanzen macht die Shosha dafür natürlich noch mehr Schaden und damit teilt sie definitiv den höchsten Schaden pro Treffer aus, zumindest in der Versorgerklasse. Es gibt übrigens zwei Versionen der Shosha, Shosha Leicht und Shosha Teleskop. Beide Versionen sind statstechnisch sehr ähnlich, der größte Unterschied ist natürlich die Visierung, denn die leichte Version hat nur die offene Visierung, die Teleskop-Version hat natürlich ein richtiges Visier. Persönlich finde ich die leichte Version etwas besser, weil ich kein großer Fan von diesen anderen Visieren bin, aber das ist wie gesagt absolut präferenzabhängig und das sollte jeder für sich selber entscheiden, was er nun besser findet. Das neue Shosha LMG ist auf jeden Fall einen Blick wert. Ich würde zwar nicht direkt sagen, dass es das neue beste LMG ist, aber es ist definitiv eine interessante Waffe, die mir in meiner Spielzeit bisher Spaß gemacht hat. Wenn euch das Video hier Spaß gemacht hat, dann würde ich mich jetzt noch über einen Daumen nach oben von euch auf das Video freuen und wenn ihr keine weiteren Battlefield 1 Videos verpassen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.